Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play von Dark Horse. Heute spielen wir The Kite, also der Drachen, also der Drachen zum Steigen lassen, wie hier der vor dem Vollmond, dieser Drache ist gemeint. Und wir werden im Laufe des Spiels auch erfahren, warum das Spiel so heißt. Also nicht, ich sag mal nicht offiziell, aber das kann man sich da denken. Ja, das Spiel kann man kostenlos runterladen. Es ist auf Englisch, aber ich werde euch das möglichst genau versuchen zu übersetzen. Ich habe das Spiel schon einmal gespielt. Ich habe es in einem, ja, ich habe es halt eigentlich auch als Let's Play aufgenommen, aber irgendwie hat es nicht aufgenommen. Das war, ich glaube, das erste oder zweite Spiel. Ja, und da habe ich das mit den Aufnahmen noch nicht so ganz gecheckt. Naja, jetzt wollte ich das trotzdem nochmal aufnehmen, weil es ein echt schönes Spiel ist, finde ich. Aber ich will ja nicht zu viel verraten. Ja, wenigstens laufe ich da nicht ganz so blind durch die Gegend wie bei dem ersten Mal. Und ja, ich würde sagen, wir starten das Spiel. Den Link zum Download findet ihr in der Infobox. Also wenn ihr es selber spielen möchtet, noch mal. Ja, egal, wir fangen jetzt einfach an. Play. Die Uhr nervt ein bisschen, aber die geht nicht weg. So, das sind wir. Diese Frau hier, die spielen wir. Das ist unser Sohn. Ach ja, und das ist ein Point-and-Click-Spiel. Gucken einfach mal, was wir hier Schönes einklicken können. Das hier ist wahrscheinlich unser Inventar, da ist noch nichts drin. Das Glas können wir nehmen, den Ball nicht. Die Zange können wir nehmen. Und wir, ich würde sagen, wir reden erstmal mit unserem Sohn. Ah, okay. Oh nein, jetzt sehe ich das nicht. Objekte nehmen. Okay. Wie kann ich das schließen? Hallo? Ich möchte das Fenster schließen. Hallo? Entschuldigung, aber irgendwie. Hallo? Ach, ey, komm, ganz ehrlich, das sieht man nicht. Wie geht's dir, Andrew? Ich hab Hunger. Gib mir bitte etwas zu essen. Oh Gott, ich habe nichts, was ich dir geben kann. Und wir merken, es ist jetzt schon zu Anfang sehr traurig. Aber wir müssen irgendwas für den kleinen Süßen finden. Wir sehen, das Haus ist ziemlich schäbig. Wir haben also nicht viel Geld. Ja. Ziemlich schäbig. Was steht da? Breaking Industrial. Ich denke mal, es ist ein Kalender. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwas im Kühlschrank haben. Leer! Es ist, ah, okay. Wir haben ein Messer. Es ist festgefroren. Können wir nicht
komplett das Ding nehmen? Nein. Das heißt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir das Messer bekommen. Okay, da können wir nichts nehmen. Können wir den zudrehen, bitte? Das nervt ja. Nein, zudrehen. Och, komm schon, ich hasse das. Ah, Entschuldigung, ich mach's mal eben leiser. Das ist echt laut auf den Ohren. Aha, ein Brotkasten, wow. Wir haben ein Stückchen Brot. Okay, wow, wir haben echt verdammt viel zu essen. Aber wir müssen doch auch irgendwas essen. Wie überleben wir eigentlich? Auch leer. Auch leer. Alles leer. Wir haben überhaupt gar nichts. Ich muss mir echt mal überlegen, wie wir das bekommen. Warte. Mal dahin. Aha. Hä? Hallo? Da ist doch was drinne. Meshes? Ich glaube Streichhölzer. Können wir das damit irgendwie auftauen? Nein. Okay. Ich glaube, er nimmt trockenes Brot nicht. Nein. Das hatte ich auch noch so in Erinnerung. Fernsehkörper. Doch. Oh. Nichts für Kinder, also gleich wieder ausmachen. Wir nehmen einfach mal alles, was wir nehmen können. Oh, das Glas ist ekelhaft. Warum steht auf dem Fernseher so ein dreckiges Glas? Oh. Ich glaube, die ist leer. Aber es liegt, finde ich, sehr schön. Da können wir nichts nehmen. Stift auch nicht. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen das Glas erstmal sauber. Aufdrehen. Hallo? Glas sauber machen? Hä? Mach doch mein Glas sauber. Warum macht sie das nicht sauber? Hä? Okay, sie möchte das anscheinend nicht sauber machen. Ich habe keine Ahnung. So laut. Mal alles knallen hier. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich erinnere mich noch dran, dass ich beim ersten Mal nicht wusste, dass es noch mehr Räume gibt und mich blöd gesucht habe. Man kann hier nämlich auch noch lang. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Da sehen wir den Kite. The Kite. Andrew's Favorite. Sein Lieblingsspielzeug ist das. Okay, da können wir noch nichts nehmen. Okay. Badezimmer ist irgendwie nicht vorhanden. Ich habe keinen Grund rauszugehen. Doch, einkaufen. Oder klauen. Okay. Wir haben aber irgendwie kein Badezimmer oder Schlafzimmer oder so. Wo schlafen die denn? Ja.
Vielleicht müssen wir das irgendwie in den Gefrierschrank stellen? Nee, geht doch, geht. Aber, ja, nee. Ich dachte, vielleicht gefriert der Dreck und man kann ihn abkratzen oder so. Ja, das funktioniert auch nicht. Das hatte ich ja schon. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Aber irgendwie müssen wir das sauber kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Kühlschrank sagt sie nur empty. Das heißt, da können wir nichts machen. Nee, ohne Witz, die Schüssel können wir auch nicht nehmen. Wie sollen wir denen denn was zu essen machen? Wir müssen ein Gasherd. Und vielleicht das aufwärmen. Ah, natürlich nicht. Rechtsklick. Nein, da geht's nur weg. Ach, Leute. Wir brauchen irgendwas, das wir auf dem Brot drauf machen können. Was ist das denn hier? Das kann ich gar nicht nehmen irgendwie. Scheint aber auch irgendwie trinken oder so zu sein. Ich weiß es nicht. Ich gucke hier nochmal eben. Vielleicht liegt hier ja komischerweise irgendwas zu essen rum. Nein, da ist nichts. Kann nichts nehmen. Fernseher läuft, nichts Gutes. Er spielt ja mit seinem kleinen Auto. Wenigstens hat er ein bisschen Spielzeug. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Ich versuche es einfach nochmal. Irgendwas müssen wir doch da noch machen können. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo das Besteck jetzt hin verschwunden ist. Und warum es überhaupt verschwunden ist. Wir können es aber anscheinend auch nicht wiederholen. Und da sagt sie, Scoot. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß aber auch nicht, ob mir dieses Wort weiterhelfen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nur, dass wir das Messer brauchen. Aber guck mal, das hier ist doch was zu essen, oder nicht? Wir müssen das irgendwie rauskriegen. Der funktioniert nicht. Damit kriegen wir es auch nicht raus. Leider. Ja, okay. So viel zum Thema. Diesmal kriege ich das Spiel schneller durch. Ja, von wegen. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal auch so lange gebraucht habe. Denk nach. Also mir fällt jetzt echt nur das hier ein. Ach. Oh, ich bin so dämlich. Gasherd. No. Ja, schön. Nehmen können wir es immer noch nicht. Vielleicht müssen wir
Wasser erhitzen oder so. Rest Toast vielleicht? Hallo? Jemand aus dem Weg? Irgendwie eine Pfanne oder so? Was irgendwie zu Toast oder so? Immerhin einen kleinen Schritt weiter. Vielleicht können wir das Glas jetzt füllen. Nein. Können wir nicht. Okay. Ich verstehe es irgendwie nicht. Können wir nicht einfach Kabel ziehen, damit das abtaut? Ja, dauert vielleicht zu lange. Wobei, so lange wie ich hier rumsuche, ist das, glaube ich, schneller fertig. Wir können hier nichts nehmen. Drüben war auch nichts. Jetzt haben wir hier Gas, aber was wir damit machen sollen, weiß ich nicht. Wow. Script Runtime Error, das heißt, ich werde nichts über diese Dinge erfahren. Dankeschön. Wow. Das ist nett. Ach, Entschuldigung, dass ich gerade hake, hänge, aber also, ich bin echt nicht in Übung für solche Spiele. Mein Gehirn musste auch schon länger nichts mehr machen, also von daher. Ich guck noch mal hier drüben. Da ist nur eine Taste. Ich kann immer noch nichts nehmen. Es wird doch nicht so schwierig sein, diesem Kind was zu essen zu machen. Wie schwer kann das denn bitte sein? Ich kann keinen Topf, keinen Eimer nehmen, gar nichts. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Wie soll ich das denn auftauen da im Gefrierschrank? Ja, zum 10. Mal, auch wenn es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Warum tut das nicht arbeiten? Jetzt nimm das doch einfach. Ach Mann. Muss ich irgendwie abkratzen? So schwer kann das doch nicht sein, Leute. Ihr wisst wahrscheinlich schon, eventuell vielleicht, was wir machen könnten, aber ich nicht. Deswegen muss ich leider weitersuchen.
Warte mal, wir haben eine Heizung. Falls die an ist, können wir da nicht irgendwas auftauen? Das ist doch richtig. Okay, was haben wir? Wir haben etwas Festgefrorenes. Wir haben leere Schränke. Wir haben dieses Magnetteil. Wir haben Wasserhahn. Wasserhahn. Ja, egal. Wir haben das, das und schon mal einen Toast. Was kann man damit anstellen? Ich weiß nicht. Das hat er auch schon versucht, naja. Das funktioniert gar nicht. Toasten können wir das auch nicht. Moment. Wir damit irgendwie? Irgendwas muss man noch damit machen können. Ich lasse jetzt einfach das Wasser laufen. Vielleicht passiert dann irgendwas. Ach, Mensch. Dieses Glas. Was müssen wir mit dem Glas machen? Können wir Wäsche nehmen? Nein, wir können keine Wäsche nehmen. Schade. Gibt's doch nicht. Können wir vielleicht mit der Spieluhr irgendwas machen? Es ist ein Geschenk von meinem Mann Ole. Was? Zum 7. Geburtstag. Ja. Für den Jungen wahrscheinlich. Sevens ist doch 7., oder? Ich denke schon. Anniversary? Ach Quatsch. Anniversary? Ist doch gar nicht Geburtstag. Hochzeitstag, ne? Am 7. Hochzeitstag müsste das heißen. Ach so, okay, also gehört die uns. Wir können aber nichts damit machen. Außer die an. Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? In diesem verkackten, dreckigen, ekelhaften Glas war Marmelade drinne. Und ich suche mich hier dumm und dämlich. Und da war Marmelade drinnen. Das ist doch nicht euer Ernst.